Schönes sonniges Wetter und die Melonen wachsen ohne Ende. Ach, ich freue mich schon auf die ersten Früchtchen. Aber Moment mal, was ist denn das? Ich glaube, ich sehe nicht ganz recht. Blattläuse wollen sich an meinen Melonen vergehen. Und sie haben noch ihre eligen Komplizen, diese Ameisen. Sie wollen mir alle meine Melonenernte versauen. Sie haben sich gegen mich verschworen. Ich muss sie sofort bekämpfen. Aber warte mal. Warum sind denn immer die anderen und andere Lebewesen schuld? Welche Aufgaben haben eigentlich Blattläuse? Und welchen Sinn und Zweck hat das alles hier? Fragen über Fragen, die ich mir mal stellen sollte. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, so eine Situation kennen wir doch alle. Also, man geht so ein bisschen in den Garten. An einem Tag wächst die Pflanze super heran. Keine Befürchtungen. Am nächsten Tag rollt sie zum Beispiel ihre Blätter ein und überall unten an den Blattunterseiten sind dann die Blattläuse zu erkennen und Ameisen beschützen sie und wir denken uns, ah, verdammt, jetzt sind wieder diese bösen Schädlinge da und wollen mir meine Gartensaison ruinieren. Was kann ich da tun? Dann gehen halt manche ins Internet, googeln, schreiben in Facebook-Gruppen oder sonst irgendwie, schauen in einem Buch nach oder Lexikon und schauen einfach nach, was kann man denn gegen zum Beispiel Blattläuse machen. Ich brauche sofort eine Lösung. Und nur die wenigsten fragen sich, warum sind denn diese Blattläuse da? Beziehungsweise erstmal warum und beziehungsweise welche Aufgabe haben sie eigentlich hier in der Natur? Das ist genauso wie mit der Wespe. Die ist nicht so. Bei den meisten Leuten im Volksmund, die sich jetzt nicht mit dem Garten beschäftigen, die bezeichnen zum Beispiel die Wespe als aggressiv und sinnlos. Was ja natürlich nicht stimmt, weil alles hat in der Natur seinen Sinn und Zweck. Nur weil die Tiere sich oder andere Lebewesen sich so verhalten, wie wir es nicht unbedingt gerne hätten, heißt das nicht, dass die böse zu uns sind. Sie sind einfach nur natürlich und wir erwarten, dass sich alles an uns anpasst, was halt nicht immer der Fall ist. Konkret bei diesem Fall mit den Blattläusen bin ich vor einigen Tagen in einer Telegram-Gruppe, hat jemand etwas reingeschrieben, dass Blattläuse auch unter anderem dazu da sind, um den überschüssigen Stickstoff oder beziehungsweise ein zu schnelles Wachstum von den Pflanzen heraussaugen. Also das ist ja grundlegend so, wenn die Blattläuse, die gehen ja an die Blätter ran, ziehen ja das Chlorophyll heraus, also den Zucker, wo die Pflanze wächst. Deswegen beschützen ja auch die Ameisen die Blattläuse, damit sie halt melken können, weil sie halt an den Nektar wollen, die Blattläuse da absondern bzw. produzieren. Und das fand ich halt sehr interessant, weil natürlich die Pflanze, die Blätter, die werden ja natürlich dann gelb. Das heißt, man merkt halt einfach, dass an den Blättern etwas nicht stimmt, dass das Wachstum gehemmt wird oder wie gesagt, dieser Stickstoffmangel vorhanden sein soll. Und das fand ich dann schon sehr interessant und dann dachte ich mir eigentlich, wo ich das gelesen habe, das ist genial. Das hat mich dann wirklich so auf einen Gedankenblitz gebracht, weil ich habe letztens erst zum Beispiel hier jetzt bei den Feuerbohnen habe ich gesehen, dass Blattläuse an den Stängeln und an den Blättern sind von den Bohnen meines Vaters. Und da ist mir der Gedanke halt auch gekommen, Bohnen holen ja Stickstoff von der Luft für ihr eigenes Wachstum und bringen den halt auch in den Boden mit ihren Knollenwurzeln. Bei den dicken Bohnen haben wir auch vermehrt Blattläuse. Und dann dachte ich mir so, okay, diese Kulturpflanzen, die der Mensch ja so hingezüchtet hat, da gehen die Blattläuse jetzt vermehrt hin, weil sie ja halt diese Fähigkeit haben. Und auch bei meinem Apfelbaum, Bayer Marissa, also der rotfleischige Apfelbaum,
Da habe ich auch vermehrt Blattläuse entdeckt. Und das ist ja natürlich auch wieder, also allgemein Obstbäume, die sind ja von, also die neueren Sorten noch grundlegend werden die ja getropft oder veredelt, damit die halt schneller wachsen. Weil normalerweise, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pfirsich, eine Avocado oder eine Pawpaw, also eine Indianerbanane, wer das nicht weiß, was es ist, ich habe mal dazu ein Video gemacht, habe da drei neue in den Schrebergarten reingesetzt, kann ich euch auch gerne verlinken. Aber jedenfalls ist es da auch so, dass sie dadurch schneller wachsen. Weil grundlegend, wenn ich die aus dem Kern ziehe, dann dauert das ungefähr, habe ich mal gehört, so 10, 15 Jahre, bis die überhaupt mal Früchte tragen. Das ist eine richtig lange Zeit. Also jetzt konkret bei den Pawpaws zum Beispiel, hat eine geschrieben, 10 bis 15 Jahre. Eine andere hat ihre Erfahrungen geschildert in einem Forum, dass nach 5 Jahren, als sie die Pawpaw veredelt hat, dass sie dann Früchte getragen hat. Also ein enorm schnelles Wachstum im Vergleich zum aus dem Kern ziehen. Und das sieht man ja auch mit der Veredelung. Da gehen wir auch schon so weit, dass Gurken und Melonen auf Wurzeln von Kürbissen veredelt werden, damit die halt widerstandsfähiger gegen Mehltau sind und wahrscheinlich auch besser und schneller wachsen und auch toleranter gegen Kälte sind. Und wenn ich mir dann so an denke, ich habe Kürbisse unten bei mir auf dem Feld auf einen 2 Meter hohen Komposthaufen geworfen. Ich habe jetzt schon Hokkaido-Kürbisse im Ansatz, die reifen gerade und die Pflanzen sind riesengroß und wuchern, weil sie es ja da oben warm haben. Jetzt stelle ich mir mal vor, diese Wachstumskraft hat eine Gurke. Die wird ja Früchte ohne Ende produzieren. Aber das ist ja von der Natur nicht vorgesehen, denke ich mir. Wenn ich jetzt so natürliche Wesen habe wie die Blattläuse, die sind dann auch, das ist das schon ein kleines Ungleichgewicht, dass die Pflanze schon so stark wuchert und sich dann zu sehr verbreitet. Weil ich meine, die Pflanze produziert ja Früchte wegen den Samen, um sich zu vermehren. Wir essen sie, scheiden sie aus und dann vermehrt sich die Pflanze so. Oder Vögel machen sie auch mit Kirschen oder alles Mögliche. Und das heißt, wenn ich dann so ein extremes Wachstum habe, heißt es, dass ich eine Beschleunigung von der Vermehrung dieser einen Pflanze habe. Und die Tiere wollen ja natürlich nicht sozusagen diese Monokultur fördern. Das heißt, weil Vielfalt ist ja in der Natur gegeben. Das heißt, die Lebewesen wollen halt diese Monokultur ein bisschen bremsen. Hey, was redest du da? Meine Großeltern, deren ihre Großeltern, die Menschen vor 100, wenn nicht sogar vor 1000 Jahren haben ihre Bäume veredelt und getropft. Das, was du erzählst, stimmt nicht. Ja, diese Methoden können mehr als 100 oder 1000 Jahre alt sein. Nur, es ist halt auch so, dass die Erde ein bisschen länger existiert als diese Zeitspanne. Nur ein bisschen länger. Und wenn man sich dann so zum Beispiel Melonen anschaut, jeder kennt sie aus dem Supermarkt, einige haben sie angebaut, wie zum Beispiel ich, dann sieht man hier diese, jetzt die klassischen Melonen, schön rot, süß, saftig und man kann sehr viel von ihnen essen. An den Sommertagen sehr erfrischend. Aber schon mal im Internet mal nachgeschaut, nach Bildern, wie die Urmelonen ausschauen. Also, die schauen jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht so aus wie die Melonen im Supermarkt. Also, haben sehr große Kerne, sehr viele Kerne und da ist nicht so viel Fruchtfleisch. Das gleiche, wenn man sich so eine Urmöhre anschaut, das sind keine solche Pfahlwurzeln gewesen, das war so eine kleine Wurzel. Und unsere ganzen Kohlpflanzen hier, das war eine Pflanze, die wir dann rausgezüchtet und kultiviert haben. Dann haben wir jetzt die ganze Kohlrabi, Rosenkohl, Rotkohl. Deswegen haben wir ja diese ganzen Pflanzen. Und ja, das ist halt so, ist auch meine Sichtweise und Denkweise, meine Theorie. Das muss ja nicht wahr sein. Ich habe auch hier einfach nur Erfahrungen und denke ein bisschen nach. Ob das stimmt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ob es jetzt richtig oder falsch ist. Das ist einfach nur für mich so ein kleiner Denkanstoß, auch nicht unbedingt jeglichen Schädling als
sofort schlecht zu bezeichnen. Erstens sollte man sich halt fragen, warum trifft dieser Schädlingsfall auf? Beziehungsweise warum treten diese Tiere so vermehrt auf? Wie kann ich natürliches Gleichgewicht schaffen? Und wichtig ist auch noch, man sollte sich auch in die Lage dieser Tiere versetzen, damit man sie auch begegnen kann. Also wie verhalten sie sich? Und welche Aufgabe erfüllen sie tendenziell in der Natur? Zum Beispiel die braune Weg- oder Nacktschnecke, die hat zwar auch ihren Sinn. Die ist nicht nur dazu da, meinen schönen Salat oder Kohlrabi aufzufressen. Nein, nein, nein. Die hat auch einen ganz andere Aufgaben hier. Die ist ja gut zum Kompost machen oder Humus aufbauen. Zersetzt ja einfach das ganze tote organische Material. Wenn man jetzt einfach mal so einen Haufen Salatblätter liegen lässt, da tummeln sich sehr viele Schnecken da drin. Also wenn mal versuchen, andere Tierchen eure Kulturpflanzen zu beseitigen, dann schaut nicht unbedingt gleich im Internet nach irgendwelchen Mittelchen oder Maßnahmen, um sie gleich zu bekämpfen. Ich bin sowieso lieber der Freund vom natürlichen Weg, denn an den Blattläusen haben sie schon die ersten Marienkäfer angesiedelt und beziehungsweise haben sie schon entdeckt und die fressen alles auf und haben das Problem auch für mich gelöst, genauso wie die heidnische Feldwespe bei meinen Kartoffelkäfern. Also man muss einfach nur den Lebensraum von den natürlichen Nützlingen schaffen und schon hat sich das Problem gelöst und ich muss nicht unbedingt Chemie oder andere Mittelchen einsetzen, die eventuell auch sogar noch meine Pflanzen schaden. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr dem Video einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt auch den Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken, da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schreibt doch bitte etwas in die Kommentare und empfiehlt doch bitte Freunden, Bekannten und Familie von mir und meinem Projekt, damit immer mehr Leute auf mich aufmerksam werden, ich langsam und stetig mit diesem Kanal heranwachsen kann, für euch natürlich auch spannende Videos drehen kann. Und weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr unten in der Videobeschreibung, damit ich einfach für euch meine Gedanken und das Permakulturprojekt mitteilen kann bzw. auch am Laufen halten kann. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Genießt die wunderbaren, schönen, sonnigen Sommertage und freut euch auf die Melonen. Freut euch auf eure Melonen. Die werden wunderbar schön und saftig. Ich hoffe, ihr habt welche im Anbau und sie werden etwas. In diesem Sinne, sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao. Da kommt er nicht zum Punkt. Der Abspann ist richtig lang. Naja, kann man nichts machen, wenn man seine Gedanken ausspucken möchte.